Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ein herzliches Grüß Gott zu einer weiteren Ausgabe des Intercenter Delft Magazins. Große Feste gehören dementsprechend auch gefeiert. Deswegen haben wir in ganz Delft, in den Großraum Delft, von Mirming bis nach Inzing und Zierl, diese Plakate aufgestellt, die Sie hinter mir sehen, und zwar anlässlich unseres 10-Jahr-Jubiläums am 10.10.2014. 10.10., 10 Jahre Intercenter Delft. Gefeiert wird mit einem großen Rahmenprogramm, und zwar starten wir am Freitag von 14 bis 18 Uhr mit dem Familiennachmittag. Und zwar haben wir eine Kinderschminkstation mit Airbrush und Glitter-Tattoos, Luftballon modellieren und eine Animation mit dem Clown Leonardo. Stündliche Highlights haben wir natürlich auch für unsere Kinder. Und zwar geht's los auch um 14 Uhr im Obergeschoss mit dem Kasperletheater Hollerau. Um 15 Uhr haben wir im Erdgeschoss einen Geburtstagskerzen-Ausblas-Wettbewerb, liebe Kinder, kommt's vorbei. Um 16 Uhr geht's dann weiter mit einer Zaubershow vom Phantomast, das ist wieder oben im Obergeschoss. Um 17 Uhr haben wir unsere Papierfliegermeisterschaften, das ist im Obergeschoss. Da haben wir im Erdgeschoss Gläser aufgestellt und da muss man dann reintreffen und dann verschiedene Preise gewinnen. Das ist dann auch unser Übergang zum Abendprogramm schon. Dort wird es einen Kinderdurchgang geben und dann später auch einen Durchgang für Erwachsene geben. Und ab 18 Uhr startet dann das musikalische Rahmenprogramm sowie auch das Highlight. Und zwar geht von 18 Uhr bis 19.30 Uhr die ORF Radio Tirol Musiktruchen, moderiert vom Alex Weber, über die Bühne. Verschiedene Bands werden auftreten und als wirkliches Highlight, als absolutes Highlight, tretet von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr der Schlagerstar Gilbert bei uns im Intercenter Delft auf. Damit wir uns bei Ihnen zu Hause gebührend bedanken können, liebe Zuseherinnen und Zuseher, empfangen wir jeden Besucher ab 14 Uhr im Erdgeschoss mit einem Glas Sekt. Dazu bekommen Sie dann auch ein Rubbellos, bei dem man 1.000 × 10 € Einkaufsgutscheine bei uns fürs Intercenter Delft gewinnen kann. Solange der Vorrat reicht, darum rate ich Ihnen, kommt vorbei ab 14 Uhr zu uns ins Intercenter. Damit man das ganze Programm auch dementsprechend genießen kann und keinen Zeitdruck hat, haben wir für den 10.10. die Parkanlage freigeschaltet. Und jetzt muss ich mich beeilen, weil ich habe jetzt gerade einen Termin mit dem Geschäftsführer Herbert Vöger. Ja, Freddy, danke. Wie gesagt, 10 Jahre ist natürlich wert, eine Feier zu veranstalten. Und im Rückblick ist es einfach so, dass man sieht, wie schnell die Zeit vergangen ist. Wenn ich mich zurückerinnere, waren doch einige Hürden vor dem Bau des Intercenters zu meistern. Aber das hat schlussendlich dann funktioniert in relativ einer kurzen Bauzeit. Und ich glaube, das Intercenter ist jetzt in der Umgebung und in Delft angekommen. Es wird angenommen. Es freut uns, dass wir wirklich einen sehr hohen Zuspruch haben täglich. Das beweisen uns die Kunden, die ins Intercenter kommen. Und auch der Umstand, dass wir eigentlich kaum einen Wechsel im Intercenter haben. Das heißt, auch die Geschäfte, die hier drinnen sind, sind zufrieden. Und das ist wieder eine gute Basis, dass wir die nächsten 10 Jahre mit noch mehr Elan und hoffentlich auch mit Ihnen als Kunden weitermachen dürfen. Ja, es ist also so, wir haben das Projekt damals gestartet mit der Zielsetzung, dass wir 4.000 bis 5.000 Kunden täglich haben, also im Durchschnitt. Heute können wir sagen, wir erreichen 6.000 bis 7.000 Kunden jeden Tag. Wir haben ca. 2.800 Autoeinfahrten pro Tag, was natürlich eine Menge ist. Also das muss alles funktionieren. Das Center muss vom Kunden angenommen werden, er muss sich wohlfühlen, sonst würde das alles nicht so stattfinden. Und wir sind also froh und hoffen, es können immer mehr Besucher sein. Die Geschäfte freuen sich, wenn es mehr werden. Und wir hoffen, dass uns die Kunden auch für die Zukunft die Treue halten und das Center so annehmen wie bisher. Und auch mein Team und ich sind bemüht, dass wir das Intercenter Delft die nächsten 10 Jahre auf Erfolgskurs bleiben lassen. Und es ist bei uns schon wieder viel los. Und jetzt schauen wir mal zu den Shops, was sie wieder so bieten. Ja, hallo, ich bin die Sabine Holzhammer, ich bin die Geschäftsführerin seit Mai hier im Intercenter beim Gary Weber. Und die modischen Herbsttrends sind dieses Jahr Metallicfarben, Erdtöne, Aprikot-Türkistöne. Das zum Beispiel wird auch bei unserer Modenschau vorgeführt von einer unserer Top-Models. Das ist ein wunderschönes Kleid in diesem Schottenkaro, was dieses Jahr ganz aktuell ist, kombiniert mit Schwarz. Ja, ich habe schon gehört, dass eine Modenschau stattfindet bei dir im Haus, aber ich glaube, unsere Zuseherinnen und Zuseher daten sind interessieren worden, genau. Das alles miteinander losgeht. Ja, die Stammkunden haben schon persönlich ihre Einladung bekommen. Es ist am 2. Oktober bei uns im Geschäft und zwar einmal um 11 und einmal um 15 Uhr werden unsere Topmodels unsere neueste Mode präsentieren. Und da der House of Gary Weber ein reiner Damenausstatter ist, gibt es jetzt heute mal nichts für mich zum Umziehen, aber also eine kleine Morgengabe zur Hochzeit ist ja nicht schlecht.
ein Beauty-Shooting von unserem Shoppartner der Ketzi. Da werden wir mal die Julia fragen müssen, was da genau auf sich hat. Beauty ist soweit das Auge reicht. Aber wie gesagt, die Julia wird uns jetzt gleich mal erklären, was das Beauty-Shooting wirklich ist. Hallo Julia. Hallo Freddy. Ja, das Beauty-Shooting, das wird bei uns am 3. und 4. Oktober ausgeführt. Und da haben wir professionelle Visagisten hier. Das wird vor dem Geschäft gemacht. Wir schminken aber auch im Geschäft, für die, was es jetzt nicht draußen wollen. Und dann haben wir einen Profi-Fotografen da, der kommt aus Hamburg. Und der macht ein professionelles Shooting. Was eben ganz wichtig ist, was man dazu sagen muss, es ist alles gratis. Es ist alles Service für unsere Kunden. Und wir freuen uns, wenn noch viele kommen, vorbeischauen. Wir haben noch Termine offen, extra für diese Kunden, die was spontan im Intercenter sind, und ja, wir freuen uns einfach auf diesen Event. Was ein Berkeley Bag ist, das ist mir mittlerweile von meiner Frau schon erklärt worden, aber dass Hermes jetzt auch noch Düfte hat, das ist mir absolut neu. Aber die Julia hat das bei uns in der Ketzi komplett neu ins Programm mit aufgenommen. Genau, und das ungefähr seit einem Monat haben wir die Exklusivdüfte von Hermes. Das sind wunderschöne Düfte, gibt es auch für Damen, für Herren, ein großes Sortiment. Es gibt frischere Düfte, es gibt aber auch ein bisschen was Intensiveres, Orientalischeres. Oder jetzt ganz schön, der neue im Programm, das Jour de Hermes Absolu. Das ist ganz ein toller, schöner Herbst-Winterduft. Also, vorbeikommen und wieder bei uns probieren und testen und aufsprühen lassen. Während wir mit unseren Vorbereitungen für die 10-Jahr-Feier schon fast am Ende sind, wird hinter mir noch fleißig gesägt und geschraubt. Da entsteht jetzt gerade der Vorverkaufsstand von den Oberbaufer Bergbahnen für das Freizeitticket Tirol. Und auf der anderen Seite, vor dem Prima Restaurant, entsteht ab Mittwoch wieder der Vorverkaufsstand für die Snowcar Tirol und für die Regiocar Tirol. So, liebe Zuseherinnen und Zuseher, zahlreiche Events warten wieder auf euch. Kommt vorbei, darf mich freuen, wenn ihr euch begrüßen darf bei uns im Intercenter Delfs. Somit ist alles gesagt. Alles Gute fürs Oberland!